Laut einer Umfrage von Allensbach vom letzten Jahr glaubt die Mehrheit der Deutschen, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr sei. Nur 45% haben das Gefühl, ihre Meinung noch frei äußern zu können. Frau C., ist das ein echtes Problem oder auch ein bisschen Paranoia von den Leuten? Nee, das ist ein echtes Problem. Also es ist allein schon dann ein Problem, wenn die Leute das Gefühl haben. Selbst wenn sie dann vielleicht sagen, das ist Paranoia, bleibt das ein Problem. Weil wenn Menschen tatsächlich das Gefühl haben, zu Recht, zu Unrecht, das ist wieder die Moralfrage, dass sie nicht sagen können, was sie denken, werden sie andere Wege finden, sich auszudrücken. Aber haben sich Leute nicht schon immer berechtigterweise gefragt, was sie sagen sollten? Natürlich, das wird hoffentlich auch so bleiben. Da habe ich eher das Gefühl, dass das gerade in Zeiten von sozialen Medien abnimmt, diese Selbstkontrolle, sich mal zu fragen, was man eigentlich sagen sollte. Also dass wir es da eher sogar mit einer Enthemmung zu tun haben im Sprachlichen, die mir gar nicht gut gefällt. Gemeint ist aber ja was anderes. Also gemeint ist ja nicht, ist meine Ausdrucksweise angemessen oder bin ich vielleicht beleidigend, sondern gemeint ist sozusagen, ist die Meinung, die ich vertrete, äußerbar, auch wenn sie vielleicht nicht allen gefällt? Oder gibt es sozusagen Dinge, die man meinen darf und Dinge, die man nicht meinen darf? Und wenn Letzteres entsteht als Gefühl, dann ist es ein Problem. Also dann müssen wir uns damit, glaube ich, auch befassen. Es bringt dann nichts zu sagen, ihr seid alles Verschwörungstheoretiker oder so. Das hilft einfach nicht weiter. Die größte Bedrohung der Meinungsfreiheit sei die Cancel Culture, sagt ihr Nicht-Parteifreund Friedrich Merz. Hat er da recht? Die größte Bedrohung der Meinungsfreiheit, also weltweit, ja, schätzungsweise meint er nicht. Er meint jetzt bei uns wahrscheinlich. Ja. Naja, Cancel Culture ist halt so ein Begriff. Also ich kann mal versuchen, die Aussage so zurechtzustutzen, dass ich da vielleicht mitgehen kann. Also wenn wir sozusagen in eine Phase hineinkommen, wie wir das zum Teil in Großbritannien und in den USA schon beobachten können. Da hat gerade ein Kollege von Ihnen hier aus dem Haus auch ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben, der auch mit vielen Alltagsbeobachtungen illustriert. Ein falsches Wort. Was das ist, genau. Also da geht es sozusagen darum, dass bestimmte Anschauungen als wirklich nicht mehr akzeptabel gewertet werden und dass das dann eben auch Konsequenzen hat in der Schule für das Fortkommen eines Schülers, in der Institution für jemanden, der einen bestimmten Posten innehat. Das ist bei uns heute noch nicht so. Man kann es in bestimmten Branchen ein wenig beobachten. Wir sind aber noch nicht so weit. Sollte es aber so weit kommen, dann würde ich sagen, wird dieser Satz von Herrn Merz eines Tages wahr sein. Und dann hätten wir gut daran getan, uns auf diesen Weg nicht zu begeben. Und ich vermute, dass es auch das ist, was er damit sagen wollte. Er wollte wahrscheinlich warnen, vermute ich. Es war, glaube ich, auch im Kontext der berühmten Winnetou-Debatte. Wie finden Sie es denn als Schriftstellerin, wenn heute Kulturgeschichte quasi rückwirkend gescannt wird auf Künstler, die rassistische, antisemitische Stereotype bedient haben und deshalb gecancelt werden? Haben Sie da die Befürchtung, dass auch Sie eines Tages rückwirkend gecancelt werden oder vielleicht sogar schon zu Lebzeiten? Na, zu Lebzeiten habe ich das ja in der Hand. Es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass das andere Leute entscheiden, was man schreibt. Also da kann ich ja selber entscheiden. Rückwirkend, ehrlich gesagt, wird es mich gar nicht so interessieren. Also ich habe es nicht so mit dem Nachruhm. Ich finde immer, jede Zeit macht das mit den Kulturgütern, was sie möchte. Aus meiner persönlichen Ansicht jetzt für bestehende Romane, Filme und so weiter, ich bin überhaupt kein Freund oder auch keine Freundin davon, tatsächlich bestehende Romane jetzt umzuschreiben, weil man befürchtet, durch verwendete Begriffe und so weiter, seien die nicht mehr tragbar. Ich würde mehr davon halten, wenn es Fälle sind, in denen das wirklich erklärungsbedürftig ist, weil man sagen muss, das versteht heute keiner mehr, das wird als eine bloße Beleidigung gelesen, dem was beizufügen, was das eben lesbar und verständlich macht. Aber man muss, glaube ich, schon in der Lage sein, Geschichte auch aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Man kann nicht den Anspruch erheben, die Vergangenheit mit allen ihren Relikten, die sie uns hinterlassen hat, jetzt sozusagen an das moderne Empfinden anpassen zu müssen. Also wir müssen, glaube ich, in der Lage sein, Vergangenheit auch als solche zu betrachten. Aber rassistische Äußerungen waren ja nun auch in der Vergangenheit bedenklich. Ja, selbstverständlich. Aber es geht ja jetzt nicht um Bücher, die schon immer verboten waren und die wir jetzt wieder erlauben wollen. So ist es ja nicht. Sondern wir reden über Werke von Astrid Lindgren oder wie auch immer, die lange Zeit völlig anerkannterweise, ja, und ich denke auch von ihrer Stoßrichtung, ihrem gesamten Inhalt, keineswegs rassistisch sind. Sondern was sich darin abbildet, sind eben Sprechgewohnheiten, bestimmte Begriffe, die wir heute als intolerabel empfinden,
zum Teil absolut zu Recht. Die Frage bleibt ja aber trotzdem, müssen wir das heutige Empfinden jetzt in die Vergangenheit zurücksenden oder können wir das ertragen, dass wir an solchen Werken auch sehen, dass früher Dinge anders waren als heute? Sie wären also für ertragen? Ich bin auf jeden Fall fürs Ertragen, ja. Und ich glaube auch, dass uns das durchaus möglich ist.